Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play zu Diablo 2 Snail Mod. Einem Mod, der richtig geil motivierend ist. 500 Levels hat, richtig geile Dungeons, Super Items, alles mögliche, also richtig geil. Ich habe es vor einem Jahr, glaube ich, schon mal Let's Played und da habe ich es nur ein bisschen durchgespielt. Heute will ich Challenges machen, also das Spiel ein bisschen von mich aus schwer machen. Und die Challenges findet ihr alle unten in der in der Videobeschreibung und jedem der Parts. Und ja, mal schauen, ob ich es umsetzen kann. Ich habe gedacht, wir machen am Anfang nicht so einen Charakter, der jeder nimmt. Ich mach einfach den Druiden. Nehmen wir den Druiden. Und nennen ihn Drago Basler. So. Jetzt ist auch die laute Musik weg. Gehen wir mal ein bisschen hier runter, damit Warif uns nicht immer nervt. Ja, es ist alles aufgeräumt worden. Also hier unten sieht man zum Beispiel die Resistenzen. Hier ist Magic Feind, Gold Feind und Erfahrungsplus. Da drüben ist die Laufgeschwindigkeit, die Angriffsgeschwindigkeit und die Castgeschwindigkeit, also die Zaubergeschwindigkeit. Hier oben ist die Rüstung, glaube ich. Und also die Verteidigung. Und hier ist Element Schaden. Weiß jetzt nicht genau, was das ist. So, dann gibt es hier viel mehr zum Staten, also neue Fähigkeiten gibt es meines Sinnes nach nicht. Sie wurden aber alle verbessert, also die, die schlecht waren, wurden verbessert, die, die zu gut waren, wurden ein bisschen schlechter gemacht. Vielleicht ein paar wurden ein bisschen noch umgeändert, aber nicht viele. Jo, wir nehmen am besten, was nehmen wir am besten? Ein Beschwörer ist vielleicht ein bisschen zu schwach drauf. Dann nehmen wir am besten die... Hatte kann man, glaube ich, alle drei nehmen, oder? Die Weins sind leider in diesem Mod nicht gerade gut, die Ranken. Hier nehmen wir Oak Sage. Oder Damage, aber nur von Pets. Man könnte auch ein Pet Master machen, aber dann hat man kein Elementar Damage. Das ist sehr wichtig in diesem Mod. Wenn man nur physisch angreift, dann hat man schnell immune Gegner. Wir nehmen zur Hälfte hier die zwei hier unten. Und zur Hälfte hier die Pets. Da muss ich jetzt schauen. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Da muss ich, glaube ich, noch 2 haben. Und das ist nicht so gut. Wenn man hier nur 1 nimmt, je 1, wären die dann genug stark noch zum Blocken. Ich denke schon, wir frieren ja die Gegner ein. Da machen wir ganz hier auf Hurricane und Armageddon. Da muss ich schauen. Firestorm, Molten Balder und Volcano. Und hier Zyklon, Armor, Twist und Tornado. Also Zyklon, Armor brauche ich nicht. Ich denke mal, das Schild ist genug stark, auch auf Level 1. So, Arctic brauche ich auch nicht. Arctic Blast. Und die 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8 mit dem Oak Sarge dazu.
Okay, ich denke mal, das reicht. Am Anfang braucht man noch nicht so viel Leben. Da mache ich die Oxarch am Anfang noch nicht nach oben. Das hat einfach einen Grund, weil wir die Punkte schnell brauchen. Ich bin Akara. Hallo? Und deshalb. Ja, deshalb skillen wir den noch nicht. Genau. Jetzt muss ich noch kurz schauen, ist der Feuersturm genug stark? Ich denke nicht. Da müssen wir fast mit Vulcano angreifen. Da braucht auch ein bisschen schwach. Ich tue am Anfang am besten hier auf die Ice Case machen. Also bis ich Twister nehmen kann, Furious Case und dann Ice Case und mach die mal voll. Dann haben wir schon mal eine gute Attacke mit Hurricane und ja, dann schauen wir weiter. Und es gibt auch mehr Items, glaube ich, für Eisschaden. Vor allem kenne ich die super Items eigentlich nur mit Eisschaden. So, wir haben keine Waffe, aber jetzt haben wir eine Waffe. Aua. Aua. Die kriten irgendwie oft. Das sieht man an den gelben Blitzen, wenn man schlägt. Da hat es jetzt keine gelbe Blitze gehabt. Das ist nicht gerade Ding. Und es laggt irgendwie ein bisschen. Wieso laggt das? Und wieso sind die so stark? Weil es ein Champion drin hat, also ein Elite-Pack drin hat. Da muss ich schauen, dass das nicht laggt. Kann ich hier kurz mal Ding. Ich beende kurz die Aufnahme, bis gleich. So, jetzt sollte es eigentlich gehen. Irgendwie hat auch Freps wieder ein paar Probleme mit Diablo 2. Und dadurch laggt es also. Ich habe geschaut, ohne Freps laggt es natürlich nicht. Und habe deshalb ein bisschen die Rendergeschwindigkeit gesenkt, damit nicht das Rendern am meisten Energie frisst. Also an der Grafik hat sich wahrscheinlich nichts getan. Die ist leider so, weil es halt das Game vom Jahr 2001 ist. Also Lord of Destruction. Das Add-on mit der Auflösung und deshalb, ja, geht es auf neuen Systemen nicht mehr so gut wie auf alten. So, was nehmen wir? Eigentlich sollte ich ja auf Energie zuerst gehen. Wäre nicht schlecht. Also werden wir genug Mana haben, um wieder casten zu können. Da wir Vitalität sowieso nicht so viel brauchen, nehmen wir Energy. Einfach als erster Charakter. Da braucht man schon ein bisschen Energy, sonst brauchen wir das nicht mehr. So, und Firestorm. Gut. Ich brauche einen Schlüssel. Und bist du genug stark? Ja, ziemlich stark. Und es frisst trotzdem noch so extrem viel Mana. Da müssen wir unbedingt schnell auf Mana-Items gehen. So, machen wir ein bisschen auf Stärke. Und hier auf Raven. So. Können wir so wechseln mit den Y- und X-Taste. Jo. Das Spiel wird extrem Action geladen. Also da könnt ihr sehr freuen. Und mit diesem Charakter kann man eigentlich durchlaufen. Die Hurricane, die kommt mit und greift so ja, die Gegner und friert sie ein. Schauen wir mal, ups. Den Ring möchte ich gerne identifiziert haben. Ja, plus 1 Maximum Schaden. Ist das nicht gerade wunderbar? Sogar der Vogel macht One-Hit.
Und wir haben schon wieder ein Level, schon Level 4. Also jetzt habe ich noch Dexterity gemacht und jetzt können wir eigentlich Firestorm hochstufen und das Mana steigt nicht gut. Also Mana-Kosten steigen nicht. Das finde ich ja gut. Hoffentlich auch später nicht, also mit 5 Level ab. Also 5 Level oder so. Weil bei vielen Fähigkeiten steigt es einfach. Das ist nicht gerade so praktisch. Hallo? Da muss ich aufpassen. Bisschen auf Entfernung. Schaffen wir den? Aha, der hat eine Treffer-Aura. Nein, jetzt habe ich zu wenig Mana. Okay, ohne Vogel. Verschlossen. Ja, und droppen tust du nichts. Du Sauhund von einem Zombie. Mana. Mana, Mana. Mana, Mana. Mana, Mana. Mana. So, wo ist die Höhle? Ah, da oben ist die Höhle. Da gibt es nämlich unser erstes Set-Item. Nein, sind Unix, genau. Unmöglich. Ich glaube 2 oder 3 Stück. Schauen wir gleich mal. Ich habe immer noch keinen Schlüssel. Zwei Stück, okay. So. Und das ist unser Skillzähler. Der zählt unsere Kills und dadurch haben wir so einen neuen Stat. Wenn man dann Items hat mit slash Treffer Anzeige, dann erhöht sich dieses Attribut immer wieder, je mehr Kills wir machen. Also da werden manche Items extrem stark. Nochmal so ein Ring. Sehr gut. Okay, es laggt nicht mehr. Das ist prima. Die Höhle gehe ich noch nicht, weil ja die hochstufig sind dort. Ich weiß jetzt nicht, welches Level die haben, glaube ich Stufe 5 oder so. Und wir haben keine Ausdauer mehr, das sieht man hier unten. Müssen wir kurz warten. Und laufen kurz zum Waypoint. Die kalten Ebenen, aha. So. Oh, da kommt schon ein stärkeren Gegner. So, macht sich schon irgendwas? 14 bis 18, 8 bis 12. Hier macht sich noch nichts. Okay, laufen wir weiter. Ja, toll. Der läuft einfach durch die Flammen und wird nicht gegrillt. Das geht nicht. Bei mir wird alles gegrillt. Kommt alles auf den Tisch. So. Ich habe wahrscheinlich noch nie ein Mod gespielt, öfters gespielt als der. Das ist wirklich mein Lieblingsmod. Der hat richtig viel Content, also bis man alle Items hat. Bis man das seltenste Item in diesem Game hat, muss man ungefähr 5 Jahre spielen und noch länger. Ich glaube, es haben sogar erst 2 oder 3 Leute gefunden, also das ist cool. Selten. Aber macht auch, glaube ich, 2 aufs Käse und ist ein kleiner Charm, der heißt Vernichtikus. Und der hat jetzt wirklich richtig
Power. Ich brauche Mana. Ja, toll. Es kommt noch ein Mana-Sauger. Wir können die Mana, das Mana absaugen. Das ist richtig stark hier im Snaymod. Also, die hauen richtig rein. Wir brauchen mehr. Wächst eigentlich der Firestorm? Ich denke schon, oder? Also die Reichweite ist irgendwie gewachsen. Ich habe keine Ahnung. Da kann man irgendwie die Items anzeigen lassen. Mit Alt. Gut. Jetzt können wir noch mal kurz schauen. Feuersturm, ist der größer geworden? Ja, der Arm geht ganz weit weg. So, gehen wir noch kurz hier runter. Und die Map sollte anbleiben. Und ein Mana Potion, sehr gut. Also, ich erzähle euch noch kurz, was über die Challenge ist. Also eines ist, ja, eigentlich klar, nicht handeln mit den anderen Spielern, aber das geht ja sowieso nicht im Singleplayer. Das wird da wahrscheinlich auch ein Singleplayer-Projekt bleiben. Und das zweite ist, ja, ich werde wahrscheinlich auch keine Mulis machen, aber da muss ich jetzt noch schauen. Oder ich könnte es so machen, dass ich nur Gegenstände, vor allem am Anfang, nur Gegenstände zum Muli tun darf, aber keine von den Mulis wieder zurücknehmen darf. Also, damit ich die einfach die guten Items weglegen kann. Weil, ja, von Mulis nehmen muss ich eigentlich überhaupt nicht. Und ich hoffe, es bleibt bei diesem Charakter und ich muss nicht noch einen anderen Charakter nehmen, weil der zu schwach wird oder so. Weil er ist ein Magier und es gibt keine Slash-Kill-Item für Magier, die den Schaden steigern oder so. Es gibt eigentlich nur Maximum Cold Damage, aber das wirkt nicht gegen Cold Skills und die anderen Elemente. Aber, ja, ich denke, er wird genug Schaden machen. Das Problem wird dann eher die Defensive sein. Physische Defensive. Weil zum Beispiel der stärkste Gegner, der macht Schaden mit physisch und das macht er sehr, sehr gut. Und das, ja, das wäre nicht gut, wenn wir so eine schlechte Defensive hätten. Oder wir können auch Lebenssachen, also es gibt so ein Schild, das extrem viel Leben gibt. Das könnten wir tragen. Mal schauen. Ja, wir können erst ab Level 20 die neue, die nächste Reihe tun und es leckt gerade so. Fraps, bitte nicht schon wieder spinnen. Heieiei, komm schon. Ja, jetzt geht's wieder. Eben die zweite Reihe und dann die dritte Reihe erst ab Level 40 und dann ab Level 60, 90 und dann 120. Also müssen wir weiterhin Firestorm reintun. Und ein bisschen treffen könntest du auch, Druide. Wenn ich schon den Firestorm richtig ziele, dann möchte ich auch, dass die Arme von diesem Firestorm durch die Gegner gehen. Wie zum Beispiel jetzt, hat man es gut gesehen, durch eine gute Reihe von Gegnern. Ja, wir haben einen Mana-Schrein, der füllt unser Mana auf.
So, weitere Challenges. Ich werde nicht alle Gebiete immer wieder und wieder machen oder jeder Boss immer wieder. Also Abwechslung muss in diesem Projekt groß geschrieben werden. Das ist die dritte Challenge. Dann gibt es noch ich könnte noch eine harte Challenge machen, aber die mache ich lieber nicht. Das wäre kein Mitglied mit also kein Söldner mit Aura nehmen, aber das geht irgendwie später gar nicht. Das ist sehr schwer dann. Weil die Aura einfach zu wichtig ist. Also die mache ich nicht. Fällt jetzt gerade nichts ein. Meistens fällt es mir ein, wenn ich das Video schaue. Nochmals. Und dann kann ich es danach gleich schreiben, wenn ich es hochlade. Ja, nicht sterben. Sehr wichtig. Die Challenge ist nicht zu sterben. Ich habe zwar normal gemacht, also nicht Hardcore, wo man sofort stirbt. Also wo man nach dem Tod nicht mehr wiederbelebt werden kann. Aber es ist schon, oder so wenig wie möglich, einfach zu sterben. Wäre schon eine Herausforderung. Obwohl es eigentlich fast unmöglich ist, nicht mal zu sterben. Da müssen wir sehr langsam vorgehen. Nicht überhastig sein, weil manche Gegner, die können dich fast one-hitten. Und das ist extrem schlimm. Wie zum Beispiel der Kopfsweihe hier. Den müssen wir schauen. Der macht Elementarschaden und das ist am Anfang nicht. Nicht zu übel, Ding. Ja, nächste Challenge. Diese zwei Items. Den Boss-Count und die Anknau-Skull so stark wie möglich machen. Und da am besten auch fertig, aber das wird so lange dauern. Da muss man so Items reinfinden, die man zufällig bekommen kann. Und die sind extrem selten, vor allem die Unknown-Potions für den Unknown-Skull sind extrem selten, also da müssen wir schauen, wie viel wir dann überhaupt als Challenge machen. Sind das etwa alle? Ja, Level 500 erreichen ist auch eine Challenge, wird auch sehr lange dauern. Guten Abend. Und irgendwie einen Schaden erreichen auch, also wenn man einen Schaden von 100.000 erreicht, ist man eigentlich schon ein Pro bei dem Zauber. Also da müssen wir dann schauen, wie wir das Ding... Die sind sehr wichtig. Mana After Age Kill, die wirken auch auf Zauber. Und... ja, sind extrem effizient. So, jetzt nehmen wir noch einen Turm. Tome sind die Sachen, Ding für die Scrolls, die Behälter. Die hat eigentlich jeder dabei. Öffnen wir die kurz rein und sammeln wir sie wieder ein. Dann sind sie im Tome drin. Ja, sind vier drin. So, haben wir einen Skill bekommen. Oder vier neue Skillpunkte. 14 bis 30 per Sekunde und immer noch 4 Mana kosten. Geil. Okay, die Kranken, die sterben zu schnell, die müssen wir gar nicht skillen. Und beim Gestaltwandlerbaum müssen wir eigentlich auch nichts skillen. So, die wirken hier noch nicht, die legen wir raus. Und die Gems brauchen wir eigentlich noch nicht. Haben wir keinen Sockel. Unbedingt hochstufen, damit so schnell wie möglich sehr viel MF bekommen, also Magic Find. Hier hat es drauf Magic Find, also ein Better Change of Gathering Magic Items. Also die Chance, um gute Gegenstände zu bekommen. So. Ja, das war's jetzt für die erste Aufnahmesession. Ich muss zuerst alles mal noch kurz testen. Dann nehme ich natürlich so bald wie möglich weiter auf. Und dieses Projekt wird
wahrscheinlich auch ein Hauptprojekt, also kommt eigentlich schon täglich ein Video. Okay, wenn es schnell zum Hochladen geht, weil die Grafik ja nicht gerade so gut ist, dann werde ich natürlich auch mehr hochladen. Aber ich muss schauen, ob ich Zeit habe. Und wenn ja, dann kommen mehr. Also, ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.